Juri, du bist zurück. Wie geht's deiner Mom? Gut. Sie beschwert sich schon wieder, dass sie keine Enkel hat. Also, nimmst du jetzt Urlaub? Bist du verrückt? Dafür ist keine Zeit. Es gab keine Apokalypse, also haben wir haufenweise unerledigter Dinge zu erledigen. Rikers Ausbrecher, Dämonen. Fisks Leute wollen wohl auch wieder mitmischen. Klingt nach harter Arbeit, aber wir schaffen das. Nicht du. Für diesen Job brauchen wir Spider-Corp. Du hast es gesagt. Sogar mit der Stimme. Okay, mach's nicht schräg. Du magst mich. Du magst mich wirklich. Ja, jetzt ist es schräg. Hör mal los, die Arbeit ruft. Ich kann es kaum erwarten. Spider-Corp überwacht die Stadt. Friedlich, aber unter der ruhigen Oberfläche brodelt es. Ach, was habe ich getan? Juri, ich bin auf ein paar Riker-Sträflinge gestoßen. Sie haben eine Festung gebaut. Besser als die, die ich früher aus Sofakissen gebaut habe. Mich hat ein Streifenwagen angefuckt. Sie wollten einschreiten, aber die waren in der Überzahl und wir haben einfach zu wenig Manpower. Dein Glück. Du hast Spider-Man-Power. Nicht schlecht, oder? Ich hätte in die Werbung gehen sollen. Raus aus der Explosionszone! Es ist Spider-Man. Ich will ihn tot sehen. Leute, er darf uns nicht besiegen. Das wirst du mit Füßen. Ich brauche freie Sicht. Wir können trotzdem noch siegen. Versuch's doch, sag zu. Der Typ ist ein verdammter Akrobat. Los, Leute, er darf uns nicht besiegen. Verstärkung. Alles klar. Ich brauche keinen Schlaf. Häftlinge. Fühl mich fast seltsam, als einziger nicht in Orange herumzulaufen. Spider-Man, die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen, in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen eins übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geiseln. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Granate! Stadt. Los, Jungs, wir können trotzdem noch siegen! So
Sorry, kein Eintritt während der Vorstellung. Hey, Spidey, fang! Halt still! Zeit zum Kotaugenschießen! Du bringst mich nicht durch! Was ist hier los? Das war's! Und K.O.! Dir wird nichts zeigen! Achtung! Ich mach dich fertig! Okay, ihr seid wirklich zu spät, Leute! Da wird wohl eine Gebühr wegen Nichterscheins fällig! Die Belagerung der Burg Manhattan ist vorüber, my lady. Danke. Ich schicke ein paar Wagen, die bringen die Kerle wieder in den Bau. Und nenn mich bitte nie wieder my lady. Gute Nachricht. Ein Rikers-Ausbrecher sagt, sie bauen keine Stützpunkte mehr auf. Aus welchem Grund das denn? Du. Man könnte sie leicht über die Stützpunkte entdecken. Sie sind in kleineren Gruppen wieder auf der Flucht. Dann dauert das Einlochen zwar etwas länger, aber es ist sicherer. Vor allem für New York. Ja, genau. Gut gemacht. Polizeiwagen wird angegriffen. Auf. Leute, Rhino und Scorpion sind hinter Gittern. Aber vorher haben sie noch unvorstellbar gewütet in einem rücksichtslosen Amoklauf mit Spider-Man. Gute Nacht. Spider-Man ist hier. Bleib still. Du bringst mich nicht durch. Ist da einer deiner dürren Knochen? Komm hier auf den Boden. Aufgepasst! Schluss jetzt! Halt still! Es tut nur kurz weh! Ich zeig dir, was ich drauf mach! Damit kommst du nicht durch! Fritter Tatata! Haltet ihn an! Bleib stehen! Aus! Ich reiß dich in zwei Teile!
gar nicht. Niemand wird mich je wieder einsperren. Lasst euch nicht erwischen. Zeit, den Schuss abzuknallen. Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen, aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. Aber hallo! Stoppen, bevor sie jemanden umbringen. Verbrennt ihn! Jungs, die Wachen in Rikers haben so eine Sehnsucht. Ich gehe nie wieder in den Knast. Das kann nicht ewig dauern. Ich töte dich. Vorsicht! Los, Leute, er darf uns nicht besiegen. Komm, ich steh auf. Still, Spinne. Kommst du nicht durch? Lauf, wenn du schlau bist! Definitiv die übelsten Raufbolde, mit denen ich es in der letzten halben Stunde zu tun hatte. Fenster putzen? Silver Sable kauft diese Typen offenbar im Dutzend.
es im Kalender an, denn ich werde jetzt etwas sagen, das Sie ganz bestimmt nicht von mir erwarten. Spider-Man hatte recht. Heißt das, ich habe ihm Unrecht getan? Entschuldige ich mich? Auf keinen Fall! Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er ein regelmäßiger Hörer dieses Programms ist. Und jetzt ergibt das auch Sinn. Er hat mir zugehört, darüber nachgedacht und er hat gelernt, an sich gearbeitet. Und so unwahrscheinlich es auch scheint, er hat das Richtige getan. Also, Spider-Man, gern geschehen. Aber... glauben Sie nicht, dass ich Spider-Man ab sofort mit Samthandschuhen anfasse. Ich behalte ihn im Auge, damit er ehrlich bleibt. Spider-Man, ich weiß, dass du zuhörst. Stell dir vor, dass ich dich beobachte, wo immer du auch bist. Okay, natürlich nicht unter der Dusche. Das wäre schräg. Oder auf dem Klo. Ab zur Werbung! Wenn die so weitermachen, wird noch... Jungs! Es heißt, ich liebe New York, nicht ich bekriege New York. Sable kann mit einem Kerl locker mithalten. Die Sable-Jungs mögen mich nicht. Und ich mag euch noch viel weniger. Damit ich glaube, ich gewinne und ihr mir die Hoffnung zerstören könnt, oder? Yeah.
Man versucht zu helfen und was ist der Dank? Prügel und Stress. Mann. International sind zwar nicht meine Buddies, aber die Dämonen sind... Komm schon! Ihr macht den Tauben Angst! Verfügbare Einheiten. Officer benötigt bei Ausschreitung. Bitte nach Two Bridges. Over. Ich hätte gedacht, dass sie nach dem Ausbruch den Ball flach halten. Jungs, die Wachen in Rikers haben so eine Sehnsucht. Wenigstens nicht ins Fitnessstudio. Zeig mir, was du drauf hast! Ja, jetzt hol sie da runter! Nimm das! Das wirst du mir büßen! Er darf keinen von uns mehr erwischen! Hier ist ein Geschenk! Seid gefälligst auf den Beinen! Schlimm, die Stadt so zu sehen. Ich muss das unter Kontrolle kriegen. Siehst du, was die Hooligans mit meinem Auto gemacht haben? Hilfe! Thank you.
bist. Mich berührt die tiefe Zuneigung zu euren Freunden. Ich sorge dafür, dass ihr in die gleiche Zelle wandert. Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen, aber nicht süß genug, um sie nicht zu verprügeln. Was für ein Schreck! Wäre schön, wenn die Häftlinge ihre Freiheit konstruktiver nutzen würden. Mit Stricken oder Kanaster. Ich liebe Kanaster. Geht weiter, Leute. Es gibt nichts zu sehen. Ich glaube nicht, dass euch die Cops so lieb haben, wie ihr denkt. Werdet ihr die Flügel stutzen? Ich höre es auf, wenn du nicht mehr atmest.
nicht erwischen! Das war wie ein schräger, moderner Western. Gesetzeshüter eingekesselt im städtischen Canyon. Yippie-yay, Schweinespinne. Brauche Lagebericht aus Park City. Over. Hier gepanzerte Streife. Keine Spur vom Ziel. Spider-Man gesichtet. Erbitte Anweisung. Einsatz von schwerem Geschütz. Werf ihn runter! Will mich nicht einschmeicheln, aber sag Silver Sable, dass ich sie als Freundin schätze. In letzter Zeit oft, dass Spider-Man gelobt wird. Und das nicht ganz zu Unrecht. Immerhin hat er auf mich gehört. Und letzten Endes das Richtige getan. Aber kommen Sie mal wieder runter! Ja, das steigt ihm zu Kopf. Schauen Sie ihn sich doch an! Die schlauen Sprüche, die Selbstdarstellung. Er schwingt sich durch die Stadt, als gehöre sie ihm. Tut sie aber nicht! Sie gehört mir! Ich meine uns! Thank you.
gebe gern Autogramme, aber bitte keine Selfies. Ich fast geschmeichelt, dass Sables Top-Leute hinter mir her sind. Fast. Bodenteams, ihr Zentrale. Wie ist die Lage in Tribeca? Kontrollpunkt aktiv. Volle Gefechtsausrüstung. Tödliche Gewalt autorisiert. Die Sable Agents gehen zu. Sorry, hab meinen Ausweis vergessen. Aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. Schön, Sable ist jetzt auch hinter mir her. Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte. Bodenteams, ihr Zentrale. Wie ist die Lage in Tribeca? Hier gepanzerte Streife. Keine Spur vom Ziel. Kann ich nicht abschütteln? Fenster putzen? Geschützturm beschädigt. Keine Verwendung. Nein, 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 verdammt, halt den Deckel, ich greif an! Noch mehr Sable-Typen! Meine Netze scheinen die irgendwie anzulocken.
Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Kurt. Hallo, New York! Ich komme! Dass keiner mehr Banken nutzt? Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe. Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben. Ich fühle mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Ruft mehr Verstärkung. Und regelt den Luftraum ab. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Hey, Yuri. Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber eine Leiter.